Dann erzählen wir mal, was gleich passiert. Ich glaube, das wissen wir doch alle gar nicht. Nein, ich habe... So, ne? Wir filmen, das war mir aber die Mitte. Genau. Wir schauen dich an dann immer bei dem Interview. Sie kriegen gleich einen Film zu sehen. Ach du meine Güte. Wie lange? Eine ganze Stunde drehen wir jetzt. Ich habe tatsächlich ein paar Vorstellungen davon, was für ein Video es sein könnte. Passt denn der Ton jetzt? Habt ihr das schon? Ja, der passt jetzt. Gut. Und viel Spaß. Wir machen das aber ganz dramatisch. Genau. Da steckt unser Herzblut drin, glaube ich. Unser beider. Genau, und ich finde diese Themen, die sind immer noch wahnsinnig aktuell. Das fangen wir aber schon gleich bei Lebenswissenschaften an, ne? Moderne Therapien. Zuversicht und Zeptimid. Wissen für Mensch. Alter und Claim, so wobei den Claim Wissen für Mensch und Umwelt ist nicht immer gut. Da ist schon das Logo. Wir sind es. Diese Logos da entwickelt haben. Das berühmte CD. ZB-Med. Die Deutsche Zentralbibliothek für Medizin mit Sitz in Köln und Bonn ist weltweit. Das glaubt ja immer keiner. Wenn ich jetzt einen Text schreibe, dass ZB-Med die weltweit größte schreibt. Das ist immer noch aktuell. Agrarwissenschaften. Alles Arbeitsfelder, die entscheidend sind für die Gesunderhaltung von Menschen und Natur. Richtig und richtig. ZB-Med. Ui. Das könnte sogar Bonn sein. Aber auch hier Köln. Jetzt kommen wir zu den eigentlichen Wurzeln. Naja, also ja, Kerstin, nee. Doch, die Wurzeln. Das ist der Herr Salazar. Oh. Den Kalender, den habe ich zu Hause. Den habe ich mir noch die Karteikiste, als wir umgezogen sind. Genau, das war das analoge Livivo quasi. Das ist hier. Das durften die Nutzer selber das machen. Ich glaube nicht, dass das Nutzer. Ja, das waren auch Zeichnungen, weil da hatte ein Zettel auch so. Und da musste man persönlich hingehen. Für Forschung und Entwicklung, für Lehre und Krankenversorgung. Als zentrale Infrastruktureinrichtung für Wissenschaft und Industrie sammelt und erschließt die ZB-Med Informationen in sämtlichen Publikationsformen. Damit unterstützen wir unsere Nutzerinnen und Nutzer, ihre Arbeit zum Erfolg zu bringen. Ich frage mich immer, ob Landwirte und wirklich Nutzer. Die richtige Entscheidung basiert auf den richtigen Informationen. Ja. Das ist Bonn. Das ist Bonn, das ist genau das. Das ist die Mausolee. Ja. Echt? 160 Jahre alt. Auto rechts, das hatte ich auch. Den linken kannte ich auch, das ist das linke Auto. Das ist, und da wurde gebaut. Oh, das ist unser Gebäude. Ja, Wahnsinn. Oben die Terrasse. Das ist jetzt ZB mit Köln. Guck. Wann war das? Vor 20 Jahren oder was? Der Neubau. Ach, ja, nee, ganz. Der ist länger hier. Ah, Herr der junge Herr Korbitz. Toll. Ja, mit modernen PCs. Boah, so Röhrencomputer. Immerhin stand da noch überall einer. Die ZB-Med ist eine zentrale Bibliothek mit 5 Fachgebieten, 38 Kilometern Bücherregale. Das sind 270. Weniger Regale und mehr Mitarbeiter. Pro Jahr 196.000 gelieferten Artikeln und 1 Million digitalen Suchanfragen. 1,5 Millionen aber damals schon digital. Das sind jetzt können wir die Präsentation machen? Bei jedem Toll, man muss sich das viel öfters mal anschauen. Das ist übrigens ZB-Med. Ja, oh, jetzt erzählt Oma aus dem Krieg. Green Pilot bietet Ihnen die Produkte und Datenbankübergreifende vor 2015 gewesen sein. Wer kennt sie nicht? Dafür haben wir dann Lebenswissenschaften und Livivo. Weil wir die Fächer nicht mehr so differenzieren wollen. Auf unseren Open-Access-Portalen Journal Science und Elinet können Sie wissenschaftliche Publikationen und Forschungsergebnisse studieren und veröffentlichen. Was war Elinet? Elektronische Literatur im Netz. Ich erinnere mich. Elinet. Die alte Website. Ja. Aber ich meine, wir waren damals fortschrittlich. Wir hatten wenigstens und schon einen. Und der Suchschlitz sofort zu sehen. Hier? Meinst du? Ja. Da bin ich, glaube ich, erst einmal dran. Nee, die Website ist. Das ist so 90er. Ja, total buschig, aber es war einfach damals so. Ja, war normal. Jetzt sieht es so langsam schon mehr aus wie bei uns jetzt. Ne? Ah. So sieht es jetzt aus. Von Open Access und Suchportalen bis zur Langzeitarchivierung von Forschungsdaten. Die also, ZB-Med arbeitet stets an weiteren Verbesserungen und neuen Projekten. Schau mal, alles bei. Dazu kooperieren wir auch mit anderen Wissenschaftseinrichtungen und Bibliotheken.
Durch diese Synergien optimieren wir konsequent das Angebot für unsere Nutzerinnen und Nutzer. Kurz und knapp und jeder weiß, worum so es geht. So fördern wir den Wissenschaftsstandort Deutschland. Innovativ. Aktiv, innovativ. Ja. Schön, und das große nachhaltig. Nachhaltig ist ja das neue In-Wort. Ja, nachhaltig ist das Ich bin so ein Hypochonder. Bei so Krankheitsbildern tut mir sofort auch alles weh. Wir machen Wissen aber lebendig. Immer noch gut. Für Sie. Also der Film, der Film ist ja wirklich schön. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt über den Erscheinungstermin dieses Imagefilms. Da sind ja auch ganz viele Buzzwords, die man ohne weiteres weiter nutzen kann. Mhm. Also insofern. Vor wann ist der Film? Der ist 2010 gemacht worden. Dann nicht. Das müsste mal im Fernsehen kommen. Ja, ein Fernsehspot. Das wäre eine Werbung, die wäre außerordentlich. Das hätten wir sehr viele Nutzer.